Oh, welch Schande! Wie muss man sich doch heute, belehrt durch die unwiderlegbaren Beweise der gnadenlosen Geschichte, doch als ehemals glühender Verfechter und Grabenkämpfer verraten fühlen. Freilich rede ich von den großen Schulhofdebatten, in denen man sich voller Inbrunst ins Zeug warf für, natürlich, Commodore und später auch Amiga, um den irregeführten Klassekameraden klarzumachen, dass sie die langweiligen IBM-PC-Zombies ihrer Väter doch in den Dreck treten können und freilich erst diesen ketzerischen Krempel von Atari. Doch was lehrte uns die Geschichte? Dass wir uns das alles hätten sparen können. Dass es eben nichts gab, wofür wir gekämpft haben. Dass wir letztendlich verraten und verkauft worden sind. Und zwar von unseren bis auf Silizium verteidigten goldenen Kälbern. Den größten Verrat beging freilich Jack Dremel, der Gründer Commodores, der aus seiner eigenen Firma flog und den strauchelnden Erzfeind Atari 1984 auffing. Wenn er doch nur dort seine Klappe gehalten hätte, aber nö... Chef Jack erdreistet sich, die damals noch kleine und unscheinbare Firma namens Amiga aufkaufen zu wollen. Okay, das hat nicht geklappt. Doch der Versuch alleine ist schon widerlich. Doch dann will Jack auch noch mit der neuen Atari ST-Reihe gegen den neuen Commodore Amiga 1000 anstinken. Ja, und er schafft es sogar, den ersten ST noch vor dem Amiga zu veröffentlichen, dieser Sausack. Gut. Das haben wir ja alle schon live mitgekriegt. Das ist heute kein Aufreger mehr. Vielmehr könnte einem aber der Kragen platzen, wenn man hört, dass einer der führenden Köpfe bei der Entwicklung des Commodore CDTV ausgerechnet Nolan Bushnell war. Ja, der Gründer von Erzrivale Atari. Ausgerechnet der. War ja klar, dass das mit dem Typ nichts werden konnte. So hätte man wohl damals auf dem Schulhof zumindest schwadroniert. Hätte man denn davon gewusst? Doch der allergrößte Beschiss der Geschichte ist die Tatsache, dass aus dem todlangweiligen IBM-PC-Schnarchtütenrechner ein System entstanden ist, welches heute quasi die Welt beherrscht. Neben den gängigen Spielekonsolen dieser Tage ist der PC zu einer bemerkenswert einflussreichen Spielemaschine geworden, der man sich als Gamer kaum entziehen kann. Ausgerechnet der PC. PC und Spiele! Das ging damals, Anfang der 80er, so gut zusammen wie gestampfte Bohnen mit Apfelbrei. Was kommt denn noch alles ans Tageslicht? Wo sind wir denn noch hintergangen worden? Am Ende gab's einen, naja, sagen wir mal von MOS Technologies, ihr wisst schon, die Halbleiterschmiede von Commodore, also einen von den nur 8088 kompatiblen PC-Prozessor für einen, jetzt mal so gesponnen, IBM MS-DOS kompatiblen, tragbaren Business-Rechner, freilich mit absolut spielefeindlichem, unbeleuchteten LC-Display und sagen wir mal, jetzt noch so ganz total irre, so ein Ding wäre von Atari gewesen. Na, ihr merkt schon, so eine irre Kombination kann ich mir nicht ausdenken. Das Ding gibt's wirklich. Hier ist der Chips 41, der Atari Portfolio. Der Atari Portfolio wird von vielen Quellen als der erste richtige Palmtop-Computer bezeichnet. Die eigentliche Entwicklungsarbeit leistete jedoch nicht Atari, sondern das Unternehmen DIP aus Großbritannien, unter dem der Rechner noch DIP Pocket PC hieß. Atari sicherte sich jedoch sehr rasch die Produktionslizenzen und so ist heute nur noch die Rede vom Atari Portfolio. Verkauft wurde er sprichwörtlich sackweise. Ab Juni 1989 zum Kampfpreis von etwa $400 pro Stück. In Deutschland waren das etwa 1000 D-Mark. Das Ding flog nur so über den Ladentisch. Von außen betrachtet ist der Portfolio, sogar für heutige Verhältnisse, recht kompakt. Er hat in etwa die Abmaße einer alten VHS-Videokassette mit 20x10,5x2,5 cm. Einsatzfähig, mit Batterien und ohne Erweiterungsmodule, wiegt er etwa 500 Gramm. An der Front des geschlossenen Gerätes finden wir nur den Schieber des Verschlussmechanismus. Auf der linken Seite befindet sich der Einschub für sogenannte B-Memory-Karten. Warum diese Karten sehr wichtig sind, dazu später mehr. Daneben finden wir den Anschluss für die externe Spannungsversorgung. Der Portfolio will 6 Volt und mindestens 300 mA.
Auf der Rückseite gibt es keine Anschlüsse. Auf der rechten Seite verbirgt sich unter einer Kunststoffabdeckung ein Multifunktionsanschluss, in etwa vergleichbar mit dem Expansion Port vom Amiga. Hier kann man Erweiterungsmodule wie etwa eine serielle oder eine parallele Schnittstelle für den Datentransfer anschließen. Auf der Unterseite ist die Abdeckung für den Batterieschacht. Hier finden drei AA-Batterien Platz, welche, verglichen mit der Akkustandzeit eines heutigen Laptops, ewig halten. Und wenn alles nicht mehr hilft, gibt es hier noch den Retter in der Not, den Reset-Knopf, mit dem man den Portfolio in seinen Ausgangszustand zurückversetzt, allerdings aber auch alle gespeicherten Daten vernichtet. Klappen wir den Portfolio auf, so fallen uns sofort die winzig anmutenden 63 Tasten der Tastatur ins Auge. Es ist eine nahezu vollständige Tastatur, wenn auch mit stellenweise doppelter und dreifacher Tastenbelegung. Wenn man ein entsprechend eingedeutschtes Modell besitzt, hat die Tastatur sogar die vertraute Querzbelegung. Neben dem LC-Display befindet sich der interne Lautsprecher. Was wir nicht finden? Ein Powerschalter. Warum nicht? Weil so etwas nicht notwendig ist. Der Portfolio wird eingeschaltet, indem man im wahrsten Sinne des Wortes die Any-Key-Taste betätigt. Schon ist der Kleine bereit. Und wie schaltet man aus? Na, indem man entweder Off eingibt und Return drückt oder den Shortcut Fn wie Funktionstaste und O. Blub, nicht lange runterfahren, direkt aus. Na, so bringt er uns ja nichts, also wieder Power On. Bemerkenswert flott für einen IBM-PC-Klon, oder? Das liegt in der Hauptsache daran, dass der Portfolio keine Festplatte hat, sondern alles in seinem 128 KB umfassenden Arbeitsspeicher stattfindet. Da dieses RAM statisch ist, bleibt der Inhalt des Speichers erhalten, auch wenn man den Portfolio abschaltet. Schaltet man ihn wieder ein, landet man genau an der Stelle, an der man das Gerät abgeschaltet hat. Wenn es sein muss, sogar mitten in einem laufenden Programm. Neigt sich die Batteriespannung dem Ende, erscheint eine entsprechende Warnung. Laut Bedienungsanleitung hat man dann etwa 10 Minuten Zeit, neue Batterien einzulegen. Wenn man sich zu viel Zeit lässt, verliert der statische Arbeitsspeicher seine Informationen und der Portfolio ist zurückgesetzt. Also die nicht vorhandene Festplatte ist gelöscht. Das ist eine wichtige Grundinfo, die man immer im Hinterkopf behalten sollte, sonst kann man ganz schnell vor einem Scherbenhaufen stehen. Deswegen ist es generell immer anzuraten, eine Speicherkarte zu verwenden. Diese Karten gibt es in 32, 64 und 128 KB. Dritthersteller bieten auch noch größere Karten an. Die Karten sind zwar ebenfalls batteriegepuffert, jedoch halten sie sehr lange durch und ein Reset des Portfolio juckt sie nicht. Wenn man aber ganz sicher gehen will, dann muss man freilich seine Daten noch zusätzlich woanders speichern. Womit wir bei der nächsten wichtigen Grundinformation wären, der Portfolio war damals nicht als Standalone-Arbeitsgerät konzipiert worden, sondern als verlängerte Werkbank für einen ohnehin schon vorhandenen PC. Der Businessman auf Reisen sollte einen treuen Begleiter haben, mit dem er einfache Aufgaben erledigen kann, der ihn an seine Termine erinnert und seine Kontakte parat hat. Das alles hatte der Schlipsträger freilich auch auf seinem PC im heimischen Büro. Der Portfolio war der Begleiter für unterwegs, welcher zu Hause dann mit dem PC synchronisiert wurde. So ähnlich, wie sich unsere Smartphones, Tablets, Laptops, PCs und was weiß ich noch alles für Dinger heute permanent übers Netz miteinander synchronisieren und halt nebenbei auch noch mit Google und Microsoft, aber lassen wir das. Bevor wir zum eingesetzten Betriebssystem und der mitgelieferten Software kommen, schauen wir uns den Rest der Hardware kurz an, im Überblick. Hauptprozessor ist der 80C88 von MOS Technologies, getaktet auf etwa 4,93 MHz. Dieser Prozessor ist kompatibel zu Intels 8088. Zu den 128 KB Arbeitsspeicher kommt noch ein 256 KB großes ROM, welches das Betriebssystem DipDOS und die fest installierten Anwendungen beherbergt. Bei längerem Spannungsausfall und Reset verliert das ROM eben nicht seinen Inhalt, dafür ist es ja ein ROM geworden. Das LC-Display hat keine Hintergrundbeleuchtung, ist dafür aber super scharf und selbst bei sehr wenig Hilfslicht von außen gut erkennbar. Es kann 240x64 Bildpunkte darstellen, im Textmodus sind es 40 Zeichen in 8 Zeilen.
Irgendwo habe ich mal gelesen, dass das Display CGA-tauglich sein soll. Das halte ich für Blödsinn. Das C in CGA steht für Color, also Farbe. Und Farbe ist hier nicht. Und die Auflösungen, welche CGA definieren, kann der Portfolio nicht darstellen. Einzig die Textmodi wären vergleichbar, aber das allein reicht gewiss nicht, um zu sagen, dass der Portfolio CGA-tauglich sei. Sollte ich hier völlig falsch liegen? Belehrungen bitte gerne in die Kommentare. Hier oben steht etwas von wegen 16-Bit. Ja, keine vollwertigen 16-Bit, denn intern arbeitet der Hauptprozessor schon mit 16-Bit, das passt. Nach außen hin auf dem Bus sind es aber nur 8-Bit. Das Leistungsspektrum des internen Lautsprechers kann man mit dem eines normalen PC-Speakers vergleichen. Er kann halt piepsen. Die 63-teilige Tastatur hat wunderbar spürbare Druckpunkte, sodass der geübte Nutzer sogar blind tippen kann. Das Betriebssystem nennt sich DipDOS Version 2.11 und eigentlich muss man dazu gar nicht viele Worte machen. Wer sich mit MS-DOS auskennt, der kommt sofort klar. DipDOS unterstützt sogar Unterverzeichnisse, sodass man richtig schön Ordnung halten kann. Die Bezeichnung DIP kommt noch vom ursprünglichen Entwickler des Geräts DIP Research, wobei DIP offiziell für Distributed Information Processing stand. Das C-Laufwerk entspricht ja also unserem internen Hauptdatenspeicher, so wie im PC auch. Doch hallo, was sehen wir da? Nur so wenig Kilobyte Speicher frei. Das ist nicht viel. Nicht viel und diese Menge fehlt uns auch noch an verfügbarem RAM, denn die 128 Kilobyte Arbeitsspeicher werden aufgeteilt, also quasi partitioniert in User-Daten, also Laufwerk C, und klassischem Arbeitsspeicher. Anzeigen lassen kann man sich dies mit dem Befehl CheckDisk. Mit FDisk kann man diese Partitionierung ändern, also das Verhältnis zwischen Datenspeicher und Arbeitsspeicher, was aber zwangsläufig zu einer Löschung des Inhaltes von Laufwerk C führt. Der Befehl FDisk 32 beispielsweise bedeutet, schaffe eine Partition mit 32 KB Speicher und lasse den Rest als RAM frei. 32 KB klingt nicht nach viel. Aber wenn wir uns nun mal anschauen, welche Anwendungen bereits vorinstalliert sind, so relativiert sich alles. Mit Atari und E starten wir einen einfachen Texteditor. Die simple Textverarbeitung für unterwegs eben, quasi die Schreibmaschine zum Mitnehmen, schnörkellos, idiotensicher. Atari und W startet eine Lotus 123 kompatible Tabellenkalkulation. Wer Excel kennt, der kommt hiermit allemal klar. Dann gibt es noch einen Taschenrechner. Es wäre ja peinlich, wenn ein seriöses System keinen Taschenrechner hätte. Wie? Sowas hat's gegeben? Wo? Windows 8? Ja, stimmt. Peinlich, peinlich. Freilich gibt es auch einen Terminplaner mit Alarmfunktion. Man will ja schließlich nicht den Feierabend verpassen vor lauter Arbeit. Und, um unser Office-Paket abzurunden, gibt es ein Kontakteverzeichnis. Das klingt nun erstmal selbstverständlich und in sich langweilig. Aber es birgt ein interessantes Feature. Gut, aus heutiger Sicht ist es mehr lustig als interessant. Der Portfolio kann gespeicherte oder eingegebene Ziffern als Wahltöne ausgeben. Man hielt also den Hörer eines Telefons an den Speaker des Portfolios und ließ diesen eine Telefonnummer in das Mikrofon hineindiktieren und es wurde gewählt. Sicher, heute würde man neben der Kontaktbildfresse unseres Wunschgesprächspartners einfach auf den grünen Hörer drücken. Doch damals waren die Welten aber noch weitestgehend getrennt. Also, nettes und damals durchaus nützliches Feature. Dieses kleine Office-Paket kommt sogar mit einer Zwischenablage, heißt hier in diesem Falle Klemmbrett, bietet aber die gleiche Funktionalität. Das Display ist ja recht klein, so freut man sich über die Funktion, die sich hinter Funktion und F5 versteckt. Ein Vollbildmodus! Die Dateien, welche man mit diesen vorinstallierten Office-Anwendungen erzeugen kann, fallen relativ klein aus, womit der 32 KB Speicher dann doch beinahe wieder ausreichend wirkt.
Wollte man aber zusätzliche Software nutzen, so kam man einfach um eine Speicherkarte nicht herum. Diese sind Hotplug-fähig, wie Disketten, und ebenso wie Disketten wird eine Speicherkarte als Laufwerk A erkannt. Damit kann man nun genauso umspringen wie mit Laufwerk C. Und man hat, im Gegensatz zu Disketten, nicht mal einen spürbaren Geschwindigkeitsverlust. Wie man es vom PC kennt, versucht der Portfolio nach einem Neustart, den kann man hier ebenfalls mit Steuerung Alt und Entfernen ausführen, zunächst einmal vom Laufwerk A zu booten. Sollte man wissen. Meine grauen Haare sind deutlich mehr geworden, bis ich endlich geschnallt hatte, dass ich sowohl auf C als auch auf A die Dateien AutoExecBat und ConfigSys liegen habe. Tja, bringt halt nichts, wenn man diese Dateien auf C modifiziert, aber von A gebootet wird. Grausamer Anfängerfehler. Absolut widerlich. Es gibt einen ganzen Stall voll alter und auch relativ neuer Software für den Portfolio. Diese alle aufzuzählen wäre zum einen uninteressant und zum anderen würde es diese Folge sprengen. Daher hier nur ein kleiner Auszug. Der Portfolio kann, wie bereits gesagt, Grafiken darstellen. Dies kann man beispielsweise mit dem Viewer PGC Show machen, welcher Grafiken im PGC-Format darstellen kann. Na, hoffentlich werde ich wegen diesem Bild jetzt nicht von YouTube gesperrt. Oder kann überhaupt jemand erkennen, was das sein soll? Oder vielleicht wer das ist? Neben der ganzen Office-Schinderei vielleicht ein Spielchen gefällig? Kein Thema. Mit dem Portfolio hat man auch eine kleine Spielemaschine mit dabei. Leider laufen meist nur speziell für den Portfolio gestrickte Spiele, sodass man auf sein normales MS-DOS-Spielerepertoire wohl kaum zugreifen kann. Aber diese Spielchen hier können richtig Laune machen, wenn man sich mal an die nebeneinander liegenden Pfeiltasten gewöhnt hat. So, Grafik haben wir, bewegte Grafik haben wir, MS-DOS haben wir. Wie wär's dann mal mit einer grafischen Benutzeroberfläche? Bitteschön! Desktop 97 und schon sieht alles nochmal freundlicher aus. Auch wenn man nun versucht sein möchte, diesen hier zu machen. Nein, Touchscreen ist leider nicht drin. Doch wie bekommt man denn nun seine Daten vom und zum Portfolio? Da kommt man nicht um Zusatzgeräte herum. Was uns heute als erstes einfällt, wenn wir Speicherkarte hören, ist logischerweise ein Speicherkartenlesegerät für den PC. Ja, und genauso logisch ist es auch hier. HPC 301, so lautet die Bezeichnung für dieses formschöne Kartenlesegerät nebst 8-Bit ISA-Steckkarte für den IBM-kompatiblen PC. Einfach die Steckkarte in einen freien Slot im PC stecken. Wenn man im Netz ein wenig sucht, findet man den DOS-Treiber namens cd.sys, das steht für Card Drive. Dieser muss auf die Festplatte des PC kopiert werden und in der Config-Sys als Device eingebunden werden. Schon bekommt der Kartenleser einen Laufwerksbuchstaben zugewiesen, nun können wir einfach Daten hin und her spielen. Damals sehr easy, da ging man einfach zum Hardware-Heini seines Vertrauens und hat die passende Hard- und Software einfach gekauft oder bestellt. Heute allerdings kommt man da deutlich schwerer ran. Also andere Transfermöglichkeit gewünscht? Kein Problem, HPC 101, so heißt die parallele Schnittstelle. Jetzt braucht man nur noch ein 1:1 Parallelkabel und am PC eben einen parallelen Anschluss. Hierbei muss es sich um einen richtigen parallelen Anschluss handeln, also nicht nur um so ein USB auf Parallelteil, mit dem man seine alten Drucker betreiben kann, die taugen dafür nichts. An Software benötigt man das Programm ft.com oder deutlich benutzerfreundlicher ftmenu, beides DOS-basierende Programme.
Man sollte diese Programme auf dem PC auch nur entweder unter echtem DOS, also kein Windows als Unterbau, oder eben in einem DOS-Emulator wie beispielsweise der DOSBox mit vollem Zugriff auf den parallelen Port ausführen. Sonst könnte es sein, dass Windows den parallelen Port blockiert. Mit FTMenu ist Datentransfer eine einfache Angelegenheit. Stellt man ein Portfolio auf Bedienen, das ist eine etwas schiefe Übersetzung vom englischen Surf, dann kann man den Datentransfer gemütlich vom PC aus steuern. Nur, wer hat denn heute noch eine echte parallele Schnittstelle? Ja, da hapert's. Eine serielle Schnittstelle hingegen kann man sich mit diesen USB-Adaptern einfach und kostengünstig zaubern. Allerdings hat der Portfolio hierfür keine Software an Bord. Man braucht also zumindest ein einfaches Terminal-Programm auf dem Portfolio und dem per Nullmodem-Kabel verbundenen Rechner. Und freilich das Portfolio-Modul HPC102, die serielle Schnittstelle. Der Portfolio ist zwar MS-DOS-kompatibel, dennoch trägt er den Namen Atari und da wäre es eine Affenschande, wenn er sich nicht mit seinesgleichen unterhalten könnte. Dies ist natürlich machbar. Mit Atari ST und Falcon versteht sich der Portfolio recht gut. Hier mal ein Listing der Erweiterungen für den Portfolio, zu finden auf atarimuseum.de. Besonders erwähnenswert erscheint mir die HPC104, die RAM-Speichererweiterung mit einem zusätzlichen Kartenlaufwerk, welches als Laufwerk B eingebunden wird. Nicht auf dieser Liste, aber nicht minder interessant, das Modem-Modul, welches den Portfolio in ein Terminal verwandeln kann. Dazu gab es noch einen Akustikkoppler für die Datenfernübertragung und sogar noch ein Headset zum Telefonieren. Natürlich gibt es auch für den Portfolio noch mehr Erweiterungen, wie etwa einen Adapter für Compact-Flash-Karten, ein externes 3,5 Zoll Floppy-Laufwerk, PCM-CIA-Adapter oder die Anschlussmöglichkeit eines ZIP-Laufwerks. Gibt es für den Portfolio heutzutage eigentlich noch einen Einsatzzweck? Ja, allerdings freilich nur für echte Spezialfälle. Und so ein Spezialfall bin ich. Neben den Erste-Chips und ein paar anderen Hobbys bin ich quasi nebenhobbyberuflich als redaktioneller Mitarbeiter für ein Online-Anime- und Manga-Magazin tätig. Vornehmlich die Berichterstattung von Cosplay-Auftritten und ähnlichen Bühnen-Performances, wie sie bei Anime- und Manga-Conventions die Regel sind, fällt mir zu. Früher habe ich mir in ein kleines Büchlein während der Auftritte Notizen gekritzelt. Das hatte zwei Nachteile. Zum einen konnte ich oftmals meine Sauklaue nicht mehr lesen hinterher und zum anderen musste diese analog erfasste Notiz im Nachgang digitalisiert werden. Nur, welches Gerät ist geeignet für so einen Einsatz? Es muss klein sein, eine lange Batteriestandzeit haben, so ein Convention-Tag ist sehr lang. Ich muss in nahezu völliger Dunkelheit Eingaben tätigen können, es darf niemand durch Ton oder Licht belästigt werden, das Display muss bei geringster Beleuchtung noch gut lesbar sein, lange Hoch- und Herunterfahrzeiten sind inakzeptabel und die erfassten Daten müssen einfach auswertbar sein. Tja. Und da war die Entscheidung schon gefallen. Der Atari Portfolio, meine kleine Reiseschreibmaschine. Ein Atari büßt wirklich jegliche Restcoolheit ein, wenn er sich als MS-DOS-PC hergibt, oder nicht? Nun, immerhin war der Portfolio cool genug, um im Film Terminator 2 als Product Placement aufzuschlagen. John Connor verwendet so ein Teilchen, um einen Bankautomaten zu hacken und schließlich sogar um ein Sicherheitssystem von Cyberdyne zu knacken. Naja, nett. Ganz nett. Dennoch bleibt einfach das Geschmäckle hängen, dass die MS-DOS-Kompatibilität hauptsächlich ein Marketingkniff gewesen sein könnte. Denn was bringt diese Kompatibilität, wenn man aufgrund des eigenwilligen Displays und dem knappen RAM kaum echte MS-DOS-Programme laufen lassen kann? Eine Frage für die Philosophen und Wirtschaftsweisen. Bei den Arbeiten zu dieser Folge bin ich über einen portfoliotypischen Fehler gestolpert, den ich bislang nicht kannte.
Es hängt zusammen mit dem DIP-DOS und der Art und Weise, wie es mit seinen Massenspeichern, also beispielsweise Laufwerk C, so umgeht. Ich habe viele Dateien auf den Portfolio kopiert, verschoben, modifiziert und wieder gelöscht. Und irgendwann, plötzlich, wollten manche Anwendungen nicht mehr starten, die eben gerade noch gelaufen sind. Angezeigt wurde ein Exec-Fehler. Grund? Fragmentierung des Speichers. DIP-DOS hat hiermit offenbar ein echtes Problem. Da half nur neu formatieren. Aber wie gesagt, dieses Problem trat auf, weil ich nun wirklich viele Daten hin und her geschoben habe. Im bisherigen Einsatzdienst hatte ich dies noch nie. Zum Schluss noch ein kleiner Buchtipp. In diesem Wälzer findet ihr alles, was man über den kleinen PC wissen muss und sogar Dinge, die in der originalen Bedienungsanleitung nicht erwähnt werden. Meine Herren, ich dachte, über den kleinen Portfolio kann man nicht viele Worte machen und doch sind wir wieder am Anschlag der Folge angekommen. Ich hoffe, ich konnte euch den kleinen Teufel hier ein wenig näher bringen. Finanztechnisch reißt er momentan noch kein allzu großes Loch in die Geldkatze, also vielleicht ist ja der ein oder andere Neubesitzer gerade unter euch. Mir macht das Ding auf jeden Fall jede Menge Spaß. Und nein, an alle Veterinärmediziner unter euch, mir sind nicht die Klauen abgefallen, als ich ein Atari-Produkt angefasst habe. Weder beim Portfolio noch beim ST und erst recht nicht beim Falcon. Ich wünsche euch was, habt eine gute Zeit, Adele, ciao und bye bye, euer Mick.